Hallo Schönheiten, es geht zurzeit ein Video rum, das sich meine Top 10 unter 10 Euro nennt. Allerdings habe ich nur 8 zusammenbekommen und mache deswegen jetzt meine Top 5 unter 5 Euro. Das erste wäre der Rivalde Loop Clean & Care ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner. Das ist ein Produkt, das ungefähr 1,49 kostet. Allerdings ist es bei Rossmann regelmäßig im Angebot für, ich glaube, 99 Cent. Der hier ist, wenn ihr mich fragt, der beste Augen-Make-up-Entferner aus der Drogerie, weil der auch richtig krass wasserfestes Augen-Make-up total gut runternimmt. Und ich benutze ja super gern wasserfeste Mascara. Preislich ist der einfach absolut unschlagbar. Ich finde ihn sogar besser als den von Clarence, der jetzt irgendwie total leer ist, der total gehypt ist und 25 Euro kostet. Also ganz ehrlich, wenn ihr den hier vertragt, dann kauft ihn auf jeden Fall. Ich finde, der ist sogar ähnlich gut wie der Respectisim von La Roche-Posay. Den hier vertrage ich nicht. Ich benutze den auch nicht. Benutzt keinen Augen-Make-up-Entferner, den ihr nicht vertragt. Das ist nicht gut. Aber ich kann ihn euch wirklich empfehlen und ich liebe den einfach und ich finde, das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ehrlich gesagt, aus der kompletten Drogerie. Das hier ist einfach wow. Das nächste kostet 2,49 ungefähr und ist das Balea Aftershave Pflegegel Sensitive. Das ist, wenn ihr es hochrechnet, hier sind nur 100 ml drin, gar nicht so mega günstig, aber ich finde auch, das ist eins der besten Drogerieprodukte, die es so gibt. Gibt einem rasierten Bein so ziemlich den allerletzten Schliff, weil es super schnell einzieht. Das macht super weiche Haut und gerade im Sommer war es mein absolutes Lieblingsprodukt, aber auch jetzt so im Winter, wenn man keine Lust hat, irgendwie noch ewig zu warten, bis die Bodylotion einzieht, sondern einfach so puff, die Jogginghose drüber ziehen will oder so. Es ist definitiv der Bringer und ich benutze das eigentlich fast noch lieber als meine Öle auf meinen Beinen. Also wird auf jeden Fall nachgekauft, wenn es leer ist und ich melde mich, falls ich was Besseres finde als das, aber ich glaube so, das war wirklich so ein Puh-Erlebnis, so ein Beauty-Revolutionsmoment. Ich glaube, das passiert so schnell nicht wieder. Probiert's mal aus, ich finde das richtig, richtig gut. Dann für 89 Cent der Nagellack-Entferner mit Mandelduft von Isana, ein weiteres Rossmann Eigenmarkenprodukt. Ich habe so viele Nagellack-Entferner ausprobiert und ich mag ganz, ganz viele überhaupt nicht, aber mit dem hier komme ich super zurecht. Ich finde, der trocknet die Nagelhaut nicht ganz so arg aus. Es gibt auch Nagellack-Entferner, da entferne ich mir so die Nagellack und dann habe ich so eine knallweiße Nagelhaut. Ist bei dem hier nicht so. Und was übrigens den Mandelduft angeht, also ja, es riecht schon nach Mandel. Es gibt aber auch wirklich wenige Nagellackentferner, die nicht total penetrant und grauenvoll riechen. Ich mag die neuen von Ciati sehr, sehr gern. Da habe ich den mit, ich glaube, Orange und Schokolade und der riecht wirklich göttlich. Also dagegen ist das hier dann eher so, Der hier riecht auch im Abgang mehr so nach Nagellackentferner. Aber der andere ist halt wesentlich teurer und kostet nicht nur 89 Cent. Und so oft, wie ich die eigentlich leer mache, ist es schon klüger, da auf ein Produkt zurückzugreifen, was irgendwie nur 89 Cent kostet. Die nächsten beiden kratzen hart an der 5-Euro-Grenze, aber sie liegen noch darunter. Das hier ist der Manhattan Eyemazing Liner Precise Eyeliner Pen für 4,45 und das ist so ein ganz, ganz normaler, so ein Filzliner und ich komme mit denen eigentlich ganz gut zurecht. Also ich mag das gern, wenn die Spitze hart ist sozusagen. Ich mag nicht diese Dip-Teile mit einem Pinsel dran oder so, da vermale ich mich immer. Ist wahrscheinlich nur eine Übungssache, aber ist so eine persönliche Präferenz. Ich finde den ähnlich gut wie das L'Oreal-Produkt, was, die haben ja auch so ein Wer hat keinen Filzliner. Und der von L'Oreal, der kostet halt so ungefähr 12 Euro und wenn man bedenkt, wie schnell diese Teile austrocknen, dann würde ich lieber weniger Geld dafür bezahlen. Der hier ist nicht ganz perfekt, weil ich finde, dass die Tinte nicht immer reicht, um irgendwie beide Augen hintereinander malen zu können. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann schon wieder für das Schwänzchen nochmal zumachen muss und den so aufstellen muss. Aber es ist jetzt keine Tragödie. Und im Vergleich, wenn ich bedenke, was so teurere Produkte kosten, finde ich den hier auch für ein günstiges Produkt preis-leistungsmäßig sehr, sehr gut. Und er ist halt nicht perfekt. Aber ich finde, dafür, dass er keine 5 Euro kostet, im Vergleich zu den noch günstigeren, nicht ausprobiert habe, ist er halt einfach Bombe. Wir sind offiziell beim letzten angekommen. 4,95 Batiste Trockenshampoo gibt es bei Douglas und finde ich grandios. Es gibt Trockenshampoos, nach denen ich mir wirklich die Haare waschen musste, direkt nach der Anwendung, weil sie einfach grauenvoll waren und meine Haare dann auch wesentlich schlimmer aussahen als vorher. Und es gibt auch welche, die sind teurer und sind nicht so gut. Ich habe zum Beispiel auch das Powder Bluff ausprobiert oder ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, von Kérastase. Das ist auch verhältnismäßig einfach sehr, sehr teuer und es ist, finde ich, nicht so gut wie das hier. Also da, finde ich, lohnt sich das Geld nicht in das teure Kérastase-Produkt zu investieren. Was ich hingegen sehr mag, was teurer ist, ist das Margot Schmidt Trockenshampoo mit Vitamin E, das heißt Deluxe. Das gibt es über QVC. Da ist es mir aber ehrlich gesagt auch schon wieder zu viel Geld. Ich glaube, die gibt es im Doppelpack für 20 Euro, also kostet 1,10. Also
kann man das schon investieren, wenn man kein verhältnismäßig gutes so Dupe gefunden hat. Aber ich finde, das hier ist ein Dupe, das ähnlich gut ist. Es ist vielleicht nicht das grandioseste Produkt auf dem ganzen Markt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Trockenshampoos gibt, die irgendwie vielleicht noch mehr Volumen im Ansatz geben und irgendwie noch weniger pudrig sind oder so. So alles in allem von dem, was ich so ausprobiert habe, ist es schon im Verhältnis wenig pudrig und gibt schon Volumen und das sieht danach besser aus und es riecht auch ganz gut und man kann damit dann, wenn man wirklich irgendwie gerade nicht die Zeit hat, komplett hier Haarwäsche mit Styling zu machen oder so, dann nochmal so was rausholen und dann doch nochmal vor die Tür gehen. Das waren meine Top 5 unter 5 Euro. Ich hoffe, das Video hat euch vielleicht was gebracht oder ihr habt irgendwie nochmal so ein paar Einkaufsideen. Wenn ihr mögt, könntet ihr mir vielleicht eure Top 5 in die Kommentare schreiben. Die beiden hier sind unübertroffen, da habe ich bisher kaum was Besseres erlebt so und das ist immer wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Ich benutze ja sehr, sehr viel High-End, aber wenn ich dann tatsächlich mal ein Produkt finde, was so super günstig ist und was mich einfach total von den Socken haut und zu dem ich dann viel häufiger greife als irgendwie ähnliche teure Produkte, die ich zu Hause habe, dann möchte ich euch die zeigen und ich möchte gern ausprobieren und wenn ihr irgendwie Tipps für mich habt, dann immer her damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns eher wieder als der Abstand vom letzten Video zum jetzigen Video und bis bald. Tschüss!